Jeder von euch kennt bestimmt die Situation, wenn einer kommt und einfach viel Vermögen hat und die Leute fragen ihn, was machst du? Dann sagt er einfach, ja, Immobilien. Und dann ist das Ganze abgestempelt, okay, ah, da Immobilien passt. Aber was steckt eigentlich dahinter? Es gibt ja ganz viele verschiedene Strategien. Zum Beispiel kann man Buy and Hold kaufen, also man kauft Immobilien langfristig, man kann kurzfristige Entwicklungsgeschäfte machen, man kann als Makler arbeiten. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber es gibt auch leider ganz, ganz viele schwarze Schafe da draußen, die etwas vorgaukeln und sagen, hier, guck mal, was ich habe, was ich kann. Und da muss man extrem aufpassen, denn vieles, was man hört und sieht, stimmt einfach nicht. Deswegen zeige ich dir heute an einem realen Beispiel oder an zwei realen Beispielen, wie du anhand eines Buy-and-Hold-Immobilienobjekts Vermögen aufbauen kannst, aktiven Cashflow generieren kannst und auch langfristig vermögend werden kannst damit. Du kannst zum Beispiel damit dein Gehalt aufbessern. Man muss nicht unbedingt Vollzeitinvestor sein, um mit einer Immobilie Geld zu verdienen. Man kann das auch nebenher machen. Ganz im Gegenteil, mit einem Angestellten ist es sogar ganz super, eigentlich seitens der Bank. Oder man kann auch irgendwie, wenn man sagt, hey, es läuft, das habe ich Bock drauf, kann man auch Vollzeit einsteigen. Aber dennoch würde ich auf jeden Fall einen Einstieg mit einem ersten Investmentobjekt empfehlen. Also mit einer Wohnung einfach mal anfangen, die kaufen, privat in Bestand reinnehmen und das ganze Ding dann machen. Problem ist bei Immobilien oder Schwierigkeit, einen Totalverlust kannst du eigentlich nicht erleiden, aber du kannst halt irgendwie Geld in den Sand setzen für eine gewisse Zeit. Und es dauert dann halt einen Zeitraum, bis es wieder frei wird. Also es kann 10 Jahre dauern, es kann 5 Jahre dauern, es kann 2 Jahre dauern oder halt null. Aber wenn du gute Deals machst, dann wird es null dauern, dann bist du direkt im profitablen Bereich. Wenn du irgendwie ein Fehlinvestment getätigt hast, kann es halt sein, dass du aussitzen musst, bis du den Betrag wieder raus hast aus dem ganzen Ding. Weil wenn du einkaufst und verkaufst, machst du mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Verlustgeschäft, denn die Kaufnebenkosten sind nicht zu vernachlässigen bei Immobilien. Und wenn du aber alles richtig machst, kannst du direkt von Anfang an Spaß dabei haben und kannst auch das zweite Investment oder dritte gar relativ zügig machen. Wenn du jedoch aber einen gravierenden Fehler gemacht hast am Anfang, kannst du ein zweites und drittes vielleicht schon irgendwann machen, aber es kann halt sein, wenn du zum Beispiel 20.000 Euro Eigenkapital zur Verfügung hast, du verwendest das komplett für dein erstes Investment und es war halt einfach nicht so dolle, wie du im ersten Moment gedacht hast, dann dauert es halt vielleicht eine Weile, bis du wieder 20.000 hast, um dein zweites Investment zu tätigen. Oft merkt man das dann erst nach dem Kaufen, was man eigentlich für einen Fehler gemacht hat und dann hängt man drin und kommt da so einfach nicht mehr raus. Deswegen erzähle ich dir jetzt mal von unserem ersten Immobiliendeal, weil wir haben auch einen Fehler gemacht. Der hat uns gut 20.000 Euro Liquidität gekostet im ersten Moment und hätte besser laufen können. Wir haben später irgendwann bessere Deals gemacht, aber ich erzähle jetzt einfach mal den ersten Deal. Es war eine Immobilie, eine 2,5-Zimmer-Wohnung, Kaufpreis war 75.000 Euro. Kaufkosten, also mit den Kaufnebenkosten, 82.000 Euro. Finanzierung haben wir gemacht auf 65.000 Euro. Das heißt, es wurden knapp 20.000, also 17.000 Euro Eigenkapital eingebracht in das Investment. 17.000 Eigenkapital. Aus der Finanzierung hat sich eine monatliche Rate von 300 Euro ergeben. Es war einfach durch eine hohe Tilgung, also 4% Tilgung war da drin. Das würde ich schon mal zum Beispiel schon mal nicht mehr machen. Ich würde eher eine niedrige Tilgung fahren mit einer Sondertilgungsoption. Da haben wir eine hohe Tilgung drin gehabt von Grund auf und eine Miete von 495 Euro kalt im Monat. Das heißt, Cashflow überschüssig, also jetzt vernachlässigen wir mal die Steuern und die Nebenkosten im Haus, damit es nicht so kompliziert wird. Nur symbolisch will ich es euch zeigen. Und zwar 195 Euro Cashflow im Monat. 17.000 Euro haben wir angezahlt an dem Objekt durch die Nebenkosten, einen Teil vom Kaufpreis bar eingebracht in das ganze Ding. Und somit dauert es 195 Euro im Monat und 17.000 Euro. Rechne ich kurz aus. Wie lange das denn dauert, bis ich wieder am Nullpunkt bin von meiner Liquidität? Weil Vermögen wächst, klar. Durch die Mieteinnahmen, durch Wertzuwächse, die eventuell auch da sind. Aber die Liquidität ist auch oftmals entscheidend für ein nächstes Investment. Ja? Und wenn ich jetzt wieder, angenommen, ich habe nur 17.000, will eine zweite Wohnung kaufen, dann geht es ja nicht, weil das Geld ist ja schon untergebracht in der ersten. Also 17.000 Euro geteilt durch 195 Euro pro Monat sind 87,17 Monate. Geteilt durch 12 sind 7,3 Jahre etwa. Also 7,3 Jahre dauert, bis meine Liquidität, die ich am Anfang hatte, wiederhergestellt ist. Klar, es wird ein bisschen gemindert, der Kredit der Immobilie und solche Sachen. Aber ja, wenn man zu teuer einkauft, kann das halt auch
blöder laufen noch. Die war jetzt einfach blöd finanziert, sage ich mal. Es war eine gute Immobilie, die war doof finanziert. Deswegen aufpassen, nicht zu teuer einkaufen und richtig finanzieren. Jetzt komme ich mal zu einem anderen Deal. Also ein Deal, den haben wir im Laufe unserer Investmentgeschichte gemacht. Das war der letzte Buy-and-Hold-Deal, weil mittlerweile machen wir ein bisschen eine andere Strategie. Aber für den Einstieg empfehle ich wirklich Buy-and-Hold, Immobilie kaufen, langfristig vermieten und halten, weil da ist das Risiko extrem überschaubar und der Eigenkapitaleinsatz auch. Denn wenn du einen guten Einkaufsdeal hast, kannst du durchaus auch eine 110% Finanzierung machen. Aber wenn du eine, zum Beispiel eine 110% Finanzierung machst, dann schau, dass der Kaufpreis und die Finanzierung sind ähnlich, klar, aber der Wert der Immobilie muss höher sein als die Finanzierung. Dann bist du auf der sicheren Seite. Und es darf nicht einfach irgendwie eine doofe Kalkulation sein, dass du dich schön und reich rechnest, sondern es muss wirklich stimmen. Und solche Deals gibt es am Immobilienmarkt. Man muss nur danach suchen und sie finden. So, Kaufpreis war bei diesem Objekt 53.000 Euro. Kaufkosten mit Sanierung, also wir haben eine Kernsanierung durchgeführt, mit eigenen Händen haben wir da wirklich mitgearbeitet auch. Teilweise Handwerker kommen lassen für die sicherheitsrelevanten Bauteile. Kaufkosten mit Sanierung 62.000 Euro, Finanzierung 65. Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Renovierung so günstig wird. Also die Renovierung war günstiger als erwartet. Und dann hatten wir noch 2.000 Euro Liquiditätsüberschuss auf dem Konto. Und beim ersten Beispiel hatten wir ein fettes Minus am Start, also minus 17.000. Also sind wir schon mal hier in einem Delta von 19, wenn wir die erste auch so gemacht hätten vom Ansatz her. Die monatliche Rate bei diesem Objekt ist 250 Euro. Tilgung ist 3% hier anstatt 4. Ich hätte lieber 2 gehabt, aber die Bank wollte in dem Fall 3 haben. Kaltmiete 520 Euro. So, jetzt haben wir einen monatlichen Überschuss, Cashflow, ohne Berücksichtigung der Steuern und ohne Berücksichtigung der Tilgung, Zinsen und so. Das ist alles, was über dem, die Bank nimmt ihr Geld. Und wir haben, was die Miete zahlt, über. So rechnen wir jetzt mal, vereinfachen das Ganze ein bisschen. Jetzt sind wir mit 270 Euro monatlich im Plus. 270. Und hatten aber noch 2000 Euro Überschuss. Das heißt, um das Nullniveau wieder herzustellen vom Anfang Investment wie beim ersten Mal, brauchen wir gar keine Zeit, denn wir sind ja schon direkt Cashflow-mäßig im Plus. Und Liquidität ist das Wichtigste beim Immobiliengeschäft, weil das wird immer ein Thema. Auch bei den großen Investoren gibt es immer mal wieder Liquiditätsengpässe, unabhängig vom Gesamtvermögenswert. Man braucht ab und zu Cash und deswegen ist Cashflow King. Cashflow ist King. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Kapital wir zur Verfügung haben nach den 7,3 Jahren, die wir am Anfang gebraucht haben, um wieder auf Null zu sein bei unserem ersten Investment. Wie viel haben wir dann jetzt Liquidität auf dem Konto? 7,3 Jahre mal 12 sind wieder die 87,6 Monate mal 270. Haben wir dann 23.652 Euro Liquidität auf dem Konto. Das heißt, das ist eine Anzahlung wieder für ein paar Wohnungen. Wir haben dieses Objekt letztes Jahr im Dezember angekauft und wir haben wirklich so einen Preis realisiert. Wenn ich jetzt rausgehe und dem Makler das erzähle, dann sagt er zu mir, sowas habe ich schwierig oder kriege da nie rein oder fast nie rein. Solche Deals gibt's. Man muss nur aktiv danach suchen. Und man hat dann 23.000 Euro Überschuss. Wie viel ist die Wohnung jetzt wert? Die Wohnung ist jetzt schon 85.000 Euro wert, passiv kalkuliert. Also wenn ich echt low kalkuliere, 85, ImmoScout, die ist morgen weg. Wenn man für 120 die inseriert, findet man durchaus auch einen Käufer. Das heißt, das Ding hat jetzt faktisch, wenn wir mit 85 rechnen, 20.000 Euro einfach kurz gemacht. Sanierungszeit war 4 Wochen. Und wenn man das jetzt hält, abbezahlen lässt, in 10, 15 Jahren ist das Ding aus dem Cashflow abbezahlt, hat einen neuen Wert, hat man den ganzen, da hat man ein ordentliches Vermögen geschaffen. Wenn man es mit einer Wohnung macht, ist man auf jeden Fall sechsstellig. Wenn man es mit mehreren macht als einer, dann kommt man auch relativ leicht ins Siebenstellige. Weil guck mal, die Miete des Mieters quasi dein Kredit bei der Bank tilgt. Somit, hey, was gibt es Geileres als ein Selbstläufer? Also Selbstläufer nenne ich das immer, wenn jemand eine Immobilie findet, die sich von selbst abbezahlt und monatlich noch Cashflow produziert. Was gibt es denn Geileres? Den Cashflow nehme ich persönlich nicht für private Ausgaben. Wir lassen das immer ansammeln auf dem Konto. Denn wenn die Zinsbindungen irgendwann auslaufen, in Deutschland gibt es ja immer Zinsbindungszeiten, dann kann man den Kontostand nutzen, um den Restbetrag auf einmal abzutilgen oder eben eine Anschlussfinanzierung zu machen, wenn der Leitzins nicht nach oben geht. Also wenn er nach oben geht, der Leitzins, und wir irgendwie bei 8% Zinsen sind, macht es durchaus Sinn,
hier so ein One-Time-Payment zu machen, die Finanzierung abzuschließen. Wenn aber in 8 Jahren oder in 10 die Zinsen immer noch unten sind, dann kann man gerne Anschluss finanzieren und hält sich das Niveau auf einem niedrigen Level und ist hiermit nicht im Risiko drin. Wenn auch du Immobilien machen willst, dann empfehle ich dir, mein E-Book Old Bad Betongold zu lesen. Den Link dazu packe ich dir unter dieses Video. Old Bad Betongold ist ein E-Book, das sind alle Sachen erklärt, wie du eine Immobilie findest, wie du sie kaufst, wie du sie bewertest, wie du sie bewirtschaftest, ob es ein guter Deal ist, ob es ein schlechter Deal ist. Wenn du es gelesen hast, dann garantiere ich dir, du wirst das erste Objekt, was ich eben erzählt habe, was wir gekauft haben als erstes, dieses Objekt wirst du erkennen und optimieren, sodass es zum zweiten wird. Wenn es nicht zum zweiten wird oder annähernd, dann lass besser die Finger davon. Aber wenn du es trotzdem kaufen möchtest, dann bist du dir zumindest dessen bewusst. Manche Leute wollen halt aus Emotionsgründen irgendwie eine Eigentumswohnung, wo sie selbst einziehen, kaufen, die halt vielleicht aus der finanziellen Sicht nicht ganz so hinhaut, wie jetzt ein geiles Investment, aber ich sage, hey, wenn du da Bock drauf hast, dann kaufst du dir durchaus, wenn du es dir leisten kannst, machst, aber dann sei dir wenigstens dessen bewusst, was du eben dir angetan hast, dass du eben zu viel bezahlt hast bis hin, dass du aus dem und dem Grund vielleicht eine Ausnahme eingegangen bist und es trotzdem gekauft hast, obwohl es kein perfektes Investment war, aber wenn du Old Bad Betongold gelesen hast, dann weiß ich, dass du weißt, ob es ein guter oder ein schlechter Deal war. Deswegen lese es bitte durch, bevor du auch 20.000 Euro in den Sand setzt. Also wir haben 17.000 Euro blockiert, das war nicht in den Sand gesetzt, weil bei Immobilien kannst du ja nicht einen Totalverlust erleiden. Das Geld ist ja nicht weg, die Immobilie ist ja von heute auf morgen nicht einfach 0 Euro wert. So läuft es ja nicht. Die kann den Wert verlieren, die kann halt, die Liquidität kann wieder geblockt sein. Aber wenn man jetzt nicht das Geld nochmal gehabt hätte für ein zweites Ding, um wieder genau das Gleiche zu haben, 7 Jahre zu warten, das ist echt hart. Wir hatten genug zum Glück und konnten weitermachen. Aber wenn du nicht genug hast, dann sind dir echt die Hände gebunden und du musst warten. Verkaufen kannst du wahrscheinlich nicht mit Profit direkt, dann gibt es andere steuerliche Nachteile. Deswegen macht es schon Sinn, dass man sich da vorher bildet, bewusst sich macht, was man da eigentlich sich antut. Es kann auch sein, wenn du das E-Book gelesen hast, dass du sagst, hey, ich habe jetzt noch keine Immobilie gekauft, ich habe eigentlich Interesse gehabt, da einzusteigen in den Markt, aber ich möchte es nicht kaufen. Get Rich Quick ist nicht in Immobilien, das geht nicht. Du kannst flippen und solche Sachen machen, aber da kann man schnell viel Geld verdienen, aber die Vorarbeit, damit du den Wissensstand hast, dass das funktioniert, die kommt nicht von heute auf morgen. Da musst du ordentliche Erfahrungswerte schon sammeln in der Branche, auch mal verschiedene Deals mitgemacht haben. Man kann da nicht kommen, rein, zack und direkt Millionär von heute auf morgen. So ist es nicht. Deswegen sage ich auch, wenn du dir nicht sicher bist, ob du Immobilien machen möchtest, dann lese es trotzdem. Weil wenn du es gelesen hast und du denkst dir danach, ich möchte keine Immobilien kaufen, dann weißt du wenigstens Bescheid für 29 Euro, ich möchte nicht. Weil wenn du eine Immobilie kaufst und du möchtest nicht, dann setzt du 1.000, 10.000 Euro in den Sand. Das geht schneller, als man schauen kann. Und Immobilien sind natürlich vom Cashflow her ein ideales Investment. Ich sag's mal so, weil eine Immobilie ist immer da. Wenn du eine gute Stadt in einer guten Lage eine gute Immobilie hast, die ist immer da, die sind 10 Jahre noch da, die sind 20 Jahre noch da. Bei Facebook und anderen Aktien, wer weiß, ob die noch da sind. Es gibt Firmen, die kommen und gehen, aber die Immobilie, die steht. Und somit würde ich immer Immobilien als Kapitalanlage und als Investment und als Vermögensaufbauobjekt empfehlen. Weil wenn du komplett mit Fremdkapital reingehst und eine unterbewertete Immobilie einkaufst, das ist ja das Tolle im Immobilienmarkt. Wenn du weißt, wie du die findest, steht im Buch auch einige Tipps drin. Wenn du weißt, wie du eine unterbewertete Immobilie findest, dann kannst du die mit 110% finanzieren und hast kein Risiko. Aber wenn du keine unterbewertete findest, sondern einfach irgendeine kaufst, dann hast du ein Risiko wegen dem Nachbeleihungsthema, was ich eingangs erklärt habe. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass man weiß, wie man suchen muss, dass man weiß, was für ein Potenzial ist überhaupt drin in dem Immobilienmarkt. Ich habe es gerade gezeigt, mit einer einzigen Einzimmerwohnung hat man Liquidität auf dem Konto 27.000 Euro nach 8 Jahren, die man nicht gehabt hätte, wenn man einen falschen Deal gemacht hätte. Deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man Immobilien nutzt zum Vermögensaufbau, zum aktiven Vermögensaufbau, zur Verbesserung des Gehalts. Also geh mal zu deinem Chef und sag, ich möchte 500 Euro mehr im Monat verdienen. Schwierig, aber wenn du Ingenieur bist, ein gutes Gehalt hast und du gehst zu deiner Bank und sagst, hey, ich möchte mir eine Immobilie kaufen, die vermieten langfristig und ich kriege 600 Euro Miete im Monat, dann sagt die Bank, hey, hier, du hast eine gute Bonität, du hast noch keine großartigen Konsumschulden gemacht, deswegen würde ich auch immer abraten von, hier, nimm das Geld und kauf dir die Immobilie. Wir haben gar keine Bauchschmerzen bei dir und du hast deine 600 Euro
Überschuss im Monat. Und wenn du zu deinem Chef gehst und das sagst, der wird dich wahrscheinlich auslachen. Somit hast du aber auch langfristig noch was getan, weil wenn du in Rente gehst, die Miete kommt immer noch. Und das ist das nächste Geile, was ich beim Buy and Hold so geil finde. Wenn du selbstständig arbeitest und angestellt arbeitest, ein Startup zum Beispiel auch machst und du investierst Zeit oder bist Unternehmensberater, investierst Zeit in irgendwas, dann baust du dir ein Einkommen auf. Wenn du aufhörst, ist es weg. Irgendwann gibt es Rente, ja. Aber wenn du jetzt Zeit investierst in den Bestandsaufbau von Immobilien, dann kriegst du Mieteinnahmen. Und die Mieteinnahmen kommen auch noch, wenn du aufhörst mit dem Bestandsaufbau. Also du baust den Bestand auf von zum Beispiel 20 Einheiten und dann kommen die Mieten einfach jeden Monat. Die kommen einfach. Ab und zu muss man renovieren, aber wenn man gut eingekauft hat, dann renoviert man halt alle paar Jahre und kann sich es auch vom Cashflow aus leisten, muss nicht mal selbst machen. Wenn man Sparfuchs ist, kann man da Hand anlegen, kann da auch viel recherchieren. Man kann aber auch einfach, wenn man genug Cash auf dem Konto hat, einfach eine Firma beauftragen, die machen das dann. Von dem her kann ich es nur jedem ans Herz legen, der ein gutes Einkommen hat und noch keine Immobilien hat, das auf jeden Fall mal anzugehen, das Thema, sich das mal durchzulesen, hier das Buch All But Bet on Gold, sich ein bisschen zu informieren. Dann jedem, der irgendwie Vermögen aufbauen möchte, aktiv. Dem empfehle ich es. Und jedem, der halt sagt, ich habe eine schlechte Rente und möchte vielleicht irgendwie eine Zusatzrente haben, dem empfehle ich es. Wenn du mit 40 eine Immobilie kaufst, die langfristig vermietest, du die ist mit 55 abbezahlt, wenn es eine gute war, dann hast du die Mieteinnahmen immer noch durchgehend. Deswegen, Immobilien sind geil und ich wünsche allen viel Erfolg beim Investieren, ganz viel Spaß beim Lesen vom E-Book. Link ist unter dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ich danach ein Feedback bekomme, wie es dir gefallen hat und ciao.